Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René von teachdich.de. Heute schauen wir uns mal verschiedene Affiliate-Marketing-Programme an. Wir haben uns ja schon das Amazon-Partnerprogramm angeschaut und darüber viele Videos gemacht. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen, beziehungsweise es gibt viele Anbieter und viele Marktplätze, auf denen du eigentlich zu allen Themen etwas findest. Den ersten Anbieter siehst du schon hinter mir, das ist Awin. Ich habe mich seinerzeit, also vor einigen Jahren, angemeldet bei affili.net. Die sind dann übergegangen in Awin und deswegen, du musst dich, wenn du dich neu anmeldest, hier bei awin.com anmelden und dann hast du Zugriff auf den Marktplatz, auf alle Programme, die ich dir jetzt mal zeige. Also ich habe mich schon mal eingeloggt, wie gesagt, das steht jetzt hier affili.net. Es gibt auf dieser Plattform ganz viele, einen riesen Marktplatz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Werbemittel, ganz viele Programme und wir schauen uns die Programme jetzt einfach mal an. Den Programmkatalog kannst du dir hier anschauen. Je nachdem, zu welchen Themen du deine Websites hast oder deinen YouTube-Channel oder deine Blogs oder was auch immer, kannst du hier entweder so auswählen mit der Übersicht nach allen Kategorien. Oder du kannst auch die Suche benutzen. Aber wir schauen uns mal die Kategorien an. Zum Beispiel Auto und Verkehr, Wirtschaft und Handel, Kultur, Sport. Also du siehst schon, es ist eine riesen Latte hier an Möglichkeiten, die du hast. Gehen wir einfach mal auf Internet und schauen, was es da für Programme gibt. Zum Beispiel Vodafone, Kolja, Freikarte, Congstar, Mac-Makler, Check24, SKL. Also es gibt hier alles. Du hast hier eine schöne Übersicht über alle Programme, die es gibt und du kannst dir aussuchen, ob du Programme nutzt, die per Klick oder per Lead oder per Sale bezahlen. Also entweder, wenn jemand draufklickt auf diesen Link, den du dann irgendwo einbaust, oder ob jemand von deinem Link weitergeleitet wird auf eine Seite, auf der er seine E-Mail-Adresse eingeben muss, dann bekommst du eine Lead-Vergütung oder eine Vergütung per Pay-per-Sale sozusagen. Wenn jemand zum Beispiel hier Lotto24, ihr Lotto-Kiosk im Internet, wenn dort jemand etwas kauft, dann bekommst du entweder 1,25 € oder 2,50 €. Also das ist eine Range von bis, jetzt so als Beispiel. Hier auch auf der rechten Seite die Cookie-Laufzeit immer angegeben. Cookie-Laufzeit entweder 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Das ist so das Maximum, was ich hier bisher gesehen habe. Das bedeutet, wenn jemand auf den Link draufklickt und dann nach 30 Tagen entweder dieses Formular ausfüllt oder etwas kauft, bekommst du auch nach 30 Tagen noch deine Vergütung. Es gibt dann auch Policies, entweder SEM, also Search Engine Merchandising, dass du über Suchmaschinen Werbung schalten darfst oder auch nicht. Das ist dann entweder eingeschränkt oder erlaubt. Und wenn du auf die Programme dann einfach mal draufklickst, kommst du auf die jeweilige Seite. Dort ist nochmal genau erklärt, wie die ganzen Regularien sind. Du kannst dort verschiedene Werbemittel auch auswählen. Hier auf Werbemittel auswählen. Die werden jetzt leider nicht angezeigt, weil du dich dann erst bewerben musst für das Programm. Aber du siehst auf der linken Seite schon, es gibt Textlinks, es gibt Logos in verschiedenen Größen und das kannst du dann alles auf deine Website einbauen. Oder die Links kannst du dann auch unter deinen YouTube-Channel einbauen oder wo auch immer du ihn einbauen möchtest. Also schau dir das Affiliate-Net ruhig mal an. Das kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Ich habe hier einige Programme, die ich in meinem Portfolio drin habe, im Bereich Finanzen beispielsweise. Dort werden auch sehr gute Provisionen bezahlt. Du kannst dir dann auch Statistiken anzeigen lassen, wie viele Klicks, woher kamen die Klicks und um das Ganze auszuwerten und um deine Website zu optimieren. Also das wäre eine Möglichkeit als alternatives Programm für Affiliate Marketing. Eine weitere Möglichkeit, das kennen wir natürlich alle, denke ich mal, Digistore24, wenn du Digistore24 noch nicht kennst. Digistore24 ist eher für digitale Produkte. Im Marktplatz von Digistore24 sind ganz viele digitale Produkte, die du bewerben kannst. Ganz oben hier Partnerprogramm von Clicktip, aber auf der linken Seite kannst du auch wieder deine digitalen Produkte auswählen, je nach Kategorie, entweder Fotografie, Haus und Garten, Hobby und Handwerk. Also es gibt dann nichts, was es nicht gibt. Und du musst hier auf alle Fälle darauf achten, nicht nur, dass die Provision hoch ist, sondern auch,
dass die Stornoquote niedrig ist. Also es nützt dir nichts, wenn 100% wieder storniert werden und dann hast du am Ende auch nichts gewonnen. Wie hoch die Card Conversion ist, also wie viele Leute, wenn sie wirklich drauf waren, dann auch kaufen. Wenn die Richtung 0 geht, bringt es dir auch nichts. Hier eine Card Conversion von 22% ist schon sehr hoch. Verkaufsrang sollte so niedrig wie möglich sein. Also hier 1, top, also das Top-Produkt überhaupt. Und damit kannst du auf alle Fälle auch viel Geld verdienen. Also kannst du auch wieder durchklicken, Hobby und Handwerk oder Haus und Garten, Basecamp Handbuch, V4. Also hier gibt es wirklich ganz verrückte Sachen. Wieder je nachdem, wie deine Nische ist, in welchem Bereich du unterwegs bist, kannst du dir hier was aussuchen. Wirst bezahlt ab einer Schwelle von 50 Euro. Also wenn du 50 Euro Provision erwirtschaftet hast, dann wird dir das per PayPal ausbezahlt. Und das ist auch eine ganz feine Sache. Unter Berichte oben rechts kannst du dir auch verschiedene Berichte anzeigen lassen. Transaktionen, Verkäufe, Provisionen, Auszahlungen und sonstige Statistiken. Also du hast hier eine sehr schöne Übersicht und kannst auch alles auswerten, damit du es auch optimieren kannst für dich selbst. Und kannst dir verschiedene Affiliate-Links auch erstellen, damit du weißt, woher deine Käufer denn auch gekommen sind. Damit du deine Websites optimieren kannst oder damit du siehst, ob deine Kampagnen, die du geschaltet hast, auch profitabel sind oder dass die auch vielleicht nicht profitabel sind und in dem Fall musstest du sie entweder anpassen oder abschalten. Also das Programm ist hier geeignet für digitale Produkte, das andere Affiliate oder Awin, was ich dir vorher gezeigt habe, für alle anderen Produktkategorien von Reise über Finanzen und sonstige Dinge. Ich habe auch noch ein Programm und zwar Clickbank. Das ist ein internationales Programm, ist ab und zu verrufen, also als unseriös oder wie auch immer. Ich bin allerdings hier auch angemeldet, weil ich eine Software, die es nur in den USA gibt, bewerbe, die man nutzen kann, um Links einzubinden mit beim Amazon Partnerprogramm. Also wenn du Amazon Affiliate Marketing nutzt, dann kannst du dieses Programm nutzen. Das heißt Easy ASIN, das kann ich ja mal unten verlinken. Dann kannst du in deiner WordPress-Seite ganz einfach per Drag and Drop wunderschöne Links einbauen und die Produkte direkt in WordPress öffnen, einbauen und anpassen, so wie du es gerne haben willst. Weil es dieses Programm nur über Clickbank gibt, habe ich mich auch bei Clickbank angemeldet und bin damit ganz zufrieden. Das ist wie alle anderen Programme auch, dass du die Kategorien hast hier auf der linken Seite. Und ansonsten hast du noch ein schönes Dashboard, eine Berichteübersicht, wo du auch regelmäßig deine Berichte einsehen kannst. Und die Auszahlung funktioniert auch ab einer bestimmten Schwelle. Also ganz unkompliziert. Und schau es dir an. Ich denke, bei diesem Programm ist für dich auch irgendwo das Richtige dabei. Ich möchte dir natürlich nicht vorenthalten, dass ich auch ein eigenes Affiliate-Programm habe. Auf meiner Plattform teachdich.de, die du hier siehst. Also auf der Plattform teachdich.de habe ich mein eigenes Affiliate-Programm neben meiner Mitgliedschaft, neben meinen ganzen Kursen, teilweise auch Gratiskurse dabei. Habe ich hier ganz unten auch ein Affiliate-Programm aufgelegt. Wenn du also Lust hast, ja, meine Plattform zu bewerben, meine verschiedenen Kurse, die ich habe, zu bewerben, dann kannst du dich hier als Affiliate eintragen. Du gehst auf die Seite, klickst hier einmal drauf auf Affiliate werden und kannst dann eine 50-prozentige Provision erhalten auf alle Kursverkäufe. Also wenn jemand einen Kurs für 100 Euro kauft, bekommst du 50 Euro Affiliate-Provision. Und ich denke, das ist ganz angenehm. Und so funktioniert es. Genau, also du klickst hier einfach drauf, folgst den Anweisungen und nach der Prüfung erhältst du von mir oder von meinem Team eine E-Mail mit einem persönlichen Affiliate-Link. Diesen Link kannst du dann benutzen, um unsere Plattform zu bewerben. Und wenn jemand über den Link kommt und kauft etwas, die Cookie-Laufzeit ist übrigens 365 Tage. Also wenn jemand irgendwann mal draufgeklickt hat auf den Link und innerhalb von 365 Tagen auf unsere Seite kommt und einen Kurs kauft, bekommst du 50% Rabatt oder 50% Provision, nicht Rabatt, 50% Provision ausbezahlt über PayPal. Also schau es dir an, wenn du Lust hast, bewirb dich gern und ja, würde mich freuen, wenn du dich als Affiliate für unsere Plattform bewirbst. Das war's aber jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass du das Video angeschaut hast. Hab einen schönen Tag. Mach's gut.